Es gibt sie doch noch, die guten Nachrichten. Trotz aller internationalen Krisen kann nun das Pariser Klimaschutzabkommen in Kraft treten. Mehr als die erforderlichen 55 Staaten haben nun das Abkommen ratifiziert. Darunter auch Deutschland, aber auch China oder die Vereinigten Staaten, die ja lange Jahre den Klimawandel angezweifelt hatten. Wir kommen einen großen Schritt voran, auf dem langen Weg, die Erderwärmung auf ein erträgliches Maß zu begrenzen.